Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier noch bei der Bruderschaft. Und wir gehen jetzt mit Omega Red auf Yaogwai-Jagd. Und da folge ich dir doch mal, Omega Red. Und zwar nach Philippi zum Soldatenfriedhof. Es geht tatsächlich noch um die Kaulquappen, um die Pfadfinderausbildung. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Okay, Yaogwais jagen und vielleicht bekomme ich ja ein Foto von einem Stechflügler. Ui, das hört sich aber sehr bedrohlich an. Ob ich es wagen kann, mal oben gucken zu gehen, ob ich da einen Stechflügler finde. Oh, es geht auch runter. Ich guck mal oben. Die Red Kakerlake ist da. Oh, wie schön. Ui, ist das ein Yaogwai? Wenn, dann ein sehr großer. Ja, es ist ein Yaogwai. Mit der Nahkampfwaffe sollst du ihn besiegen? Kann ich dir dabei helfen? Oh, Vorsicht, Hund. Okay, Omega Red, du schreibst, auf dem Parkplatz hier ist immer ein Bär und den brauchst du eben für ein Foto, aber auch um ihn mit einer Automatik oder Schrotflinte zu schaffen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal.
Oh, ganz schön schnell der Bär. Da kommt er, da kommt er. Schneller Bär hinter dir. Kann ich dir nicht helfen dabei? Nein! Oh nein! Oh nein! Oh, ich bin tot. Warum hatte ich denn Heilsalbe und kein Stimpack jetzt? Ich habe doch so viele Stimpacks. Ja, der ist ziemlich hartnäckig, der Bär. Vielleicht schafft man ihn besser von oben. Muss ich dann einen Yaogwai auch noch erwischen? Na, wir haben den im Sumpf damals. Da haben wir den erwischt. Ich kann ja mal gucken, ob ich den auch noch brauche. Für die Kaulquappen. Ah, nee. Habe ich. Mit einer automatischen und mit einer Schrotflinte. Außerdem auch noch mit einem Impro-Injektor. Mhm. Kaliber 50 Ball, ich muss ja einen Red Hirsch. Dann muss ich schaffen. Mit einer Schwarz. Oh, Vertrauen ist gut. Quest begonnen. Warum? Seit wann? Wieso? Mit einer Schwarzpulverwaffe. Oh, das Bärchen hast du geschafft. Sehr schön. Oh, Porte Diner. Omega Red, ja, ich leider habe ich kein Porte Diner Glück gehabt jetzt. Ja, ich guck mal, wo du bist. Auf dem Friedhof. Hallo.
Das sieht nicht so gut aus, wie er da liegt. Den Kopf hat er verloren. Steckt den Kopf in den Sand, sozusagen. Ja, dann auf zum nächsten Abenteuer. Dann war das jetzt mit der automatischen Waffe? Oder halbautomatisch? Ah, das war das mit der Schrot. Mit dem Schrotgewehr, okay. Soldatenfriedhof willkommen zu heißen, einen der wichtigsten historischen Wahrzeichen der Region. Dieses Wahrzeichen wird Ihnen präsentiert von Blamco Mac and Cheese, Amerikas beliebtestem Macaroni-Produkt. Kinder lieben Blamco. Dieses Denkmal erinnert an das erste organisierte Gefecht während des Bürgerkriegs am 3. Juni 1861. Die Nordstaaten hatten einen frühmorgendlichen Angriff auf die Konföderierten geplant. Das Wetter an diesem Morgen war regnerisch. Die Nordstaatenangreifer feuerten ihre Artillerie ab, was die Konföderierten aus dem Schlaf schrecken ließ. Die Konföderierten zogen sich ungefähr 70 Kilometer nach Süden zurück. Junge, ich wette, diese Yankees hatten danach einen Mordshunger auf leckeren Blamco Mac and Cheese. Besuchen Sie auch das Museum des Philippi-Soldatenfriedhofs und schauen Sie sich wichtige Relikte aus der Schlacht an. Es verabschiedet sich Ihr Dick Shale. Oh, es gibt eine Nuka-Box hier. Ja, cool. Da haben sie das auch verwurstet, vermarktet. Ui. Nuka-Cola Quantum. Sehr schön. Oh, sogar noch mehr. So viel. Ach, oh gut, hier ist ja die Schwarzpulverpistole. Ja gut, dann nehme ich doch gleich auch die Kugeln dafür mit. Kaliber 50 Bälle. Oh, ich habe nicht darauf geachtet, ob ich eine Kochstelle irgendwo gesehen hätte, hast du gefragt. Ich habe nicht drauf geachtet, weiß ich jetzt nicht. Hier ist ein Ofen, aber der funktioniert nicht, oder? Ja doch, der funktioniert. Die Klappe, aber man kann darauf nichts kochen. Wollen wir mal gucken. Irgendwo wird ja hier in der Nähe was sein. Hier muss doch ein Kochplatz in der Nähe sein. Das ist doch ein Haus, da wohnen doch Leute. Die müssen doch was gegessen haben. Auf dem Friedhof wird nicht gegessen. Ach so. Ja, jetzt bin ich auch überladen.
Ha, da wächst Mais in der Toilette im Dixi-Klo. Nein, ich habe nichts gesehen. Keine Kochstelle hier. Ist da weit sich keine und breit habe ich auch keine gesehen. Na, das wird ja ein Abenteuer. Hiermit einen Red-Hirsch erlegen. Wow. Ich denke, ich werde mir einen Red-Hirsch suchen. Wo waren denn Red-Hirsch auch? Überall. Überall rennen die rum. Ja, ich bin überladen. Boah, ich schleppe ja auch die ganze Zeit hier die Power-Rüstung mit mir rum. Och, was. Och, was. Immer noch überladen? Ja, weil ich die Chassis hier die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Ach, da muss ich den Roboter den Arm abwerfen. Und das reicht nicht mal. Aber merkwürdig, die Sachen sind doch gar nicht so schwer. Ach, vielleicht habe ich wieder verdorbenes Obst oder sowas. Ja. Und fast. So, das Geräusch höre ich doch gerne. Ach so, einen gebratenen Hirsch könntest du ausgeben. Ja, nö, passt schon. Danke, Omega, Red. Nee, ich habe nur ein bisschen was abgeworfen von dem Kram. Ja, du fragst irgendwie zum Camp oder zu einer Kiste irgendwo hin, schnell reisen, um das Gewicht wieder hinzukriegen, ja. Du bist auch wieder fit, Omega Red. Sehr schön. Ja, da hast du ja den Yao Guai geschafft. Ja, wir haben uns ein bisschen Bildung angetan. Naja, Werbung wohl viel mehr. Und sind am Ende der Folge angelangt. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.